Ja. Hi, ich bin Flo und ich mache mit dem Anno und mit der Kassia Musik. Und ich mache dieses Mal Musik mit Lampen. Das ist erstmal ein bisschen komisch, weil Lampen machen ja gar keine Töne, sondern Licht. Aber die Lampen, die funktionieren ja mit Strom. Und das Schöne ist, überall wo Strom drauf ist, da ist auch ein Magnetfeld außenrum. Und deswegen habe ich hier überall auf dem Tisch so kleine Tonabnehmer verteilt. Die liegen zum Beispiel da. Kann man das vielleicht sehen, weiß ich nicht. Hier ist so ein Tonabnehmer. Hier ist noch ein ganz komischer Tonabnehmer. Warte mal. Und da hinten irgendwo ist auch noch einer. Und damit kann ich die magnetische Strahlung von den Lampen bzw. vom Strom, abnehmen. Deswegen heißen sie Abnehmer. Und dann klingt das ungefähr so. Oder so. Oder so. Also ein bisschen dirty, aber es ist cool eigentlich. Ja? Und ja, das mache ich morgen. Und was hast du für ein Pad da? Also was ist das? Ah ja, das brauche ich, damit ich dem Computer sagen muss, was er tun soll. Und er soll ja verschiedene Sachen machen. Einmal muss der Lampe sagen, sie soll angehen. Und einmal soll er sagen, wie kann man das erklären? Nimm den Ton ab. Woher soll der Computer das auch wissen? Ja, genau. Bis morgen. Moment, ich hänge. Sag mal kurz, was du machst. Also ich habe jetzt zwei so mini kleine Tonabnehmer. Sieht ein bisschen aus wie ein Kopfhörer. Ist aber gar keiner. Ja, und damit kann man so das Magnetfeld von so einer Stromleitung super messen. Damit kann zum Beispiel auch der Elektriker bei euch zu Hause die Stromleitung finden. Genau. Cool, danke Flo. Hallo. Was ist dein Lieblingsinstrument, Kascha? Ich bin Kascha und das ist mein Lieblingsinstrument, Vibraphon. Und das ist ein Schlagzeuginstrument, Schlagwerkinstrument. Und weil man mit Schlägel. Dann auch spielt nicht mit Finger oder nicht mit Bögen eigentlich. Das mache ich trotzdem. Aber hauptsächlich spielen wir mit Schlägel. Und zwar, wir können auch ganz weiche Schlägel nehmen. Mein Lieblingsknopf, guck mal, Arno, das ist der, wie heißt das, Ist das von so einem Motor, oder? Motor, genau, das ist was ein dreht Motor. Sich denn? Ah, da dreht sich so kleine Flügelchen und dadurch entsteht so dieser wellige Sound. Und hier unten habe ich ja auch ein Pedal, wie beim Klavier, ja? Wenn ich kein Pedal drücke, dann klingt das so. Und jetzt mit Pedal sind wir in einem Märchen quasi. Da kann ich noch ein bisschen schneller machen. Mit schneller und langsamer. Ja. Cool. Richtig cool, das mag ich sehr gerne, damit zu spielen. Tatsächlich auch an- und auszuschalten. Genau, und hier habe ich noch so ein paar kleine Effekte, so ein bisschen ähnlich wie bei Synthesizer. Elefant-Effekt heißt es.
eigentlich nicht dafür gemacht, mit Bögen zu spielen. Cool. Danke, Kascha. Ich bin Arno und ich spiele Synthesizer und ich zeige euch, wie mein, ich will euch zeigen, wie man Töne verschiebt, Klänge verschiebt hiermit. Und zwar habe ich zwei Stimmen, zwei Oszillatoren und einen davon kann ich ein bisschen hochdrehen. Und auf einmal fängt es an zu flackern. Und so hört es wieder auf. Fertig. Ja, und ich kann mir ganz viele Klänge einprogrammieren und die wähle ich auch aus. Und einen möchte ich euch noch zeigen, der ist wie in so einer riesigen Kirche. So, ganz viel Hall drin, Rauschen. Wie macht man einen Glitzer? Das Glitzer ist hier so ein Arpeggiator. So, also so kann man den ein bisschen runterdrehen. Der wiederholt immer meine Töne. Mhm. Und dann kann ich dem auch sagen, dass er die Töne verändern soll, die ich gerade spiele. Und wenn ich die ganz hoch drehe, dann gibt es ein bisschen Glitzer. Und dann filtere ich die Tiefen raus. So gibt es mehr Glitzer.